Hangar rüberfliegen. Sag Bescheid, wenn du den Wegpunkt erreicht hast, dann schicke ich einen zu dir. Was? Mit einem Veto? Okay. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Mirror's Edge. Ich muss gerade wieder mal überlegen, wie das Spiel heißt, ey. Man ist so verpeilt. Mirror's Edge Catalyst hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr da eingeschaltet habt. Plastik, ich hab den Wegpunkt erreicht. Gut, gib mir eine Sekunde. So, das war's. In deiner Nähe war bereits ein Vitol auf Patrouille. Ich hab ihn zu untersuchen. Nein! Oh. Ich glaube, das war der schnellste Tod bisher. Ich glaube, das war jetzt wirklich der schnellste Tod bisher. Ja, Gott, ey. Einfach rübergejumpt, also ohne zu gucken. Der Vitol müsste jetzt jede Sekunde eintreffen. Halt dich bereit, Faith. Das wird schwierig. Die Idioten fliegen zu den falschen Koordinaten. Hinterher, Faith! Na super. Was kann ich denn dafür, dass das so Idioten sind, ey? Oh, warte mal. Das nehmen wir natürlich noch mit. Punkte brauchen wir. Wenn das so weitergeht, kann ich die Strecke ja komplett alleine gehen, ey. Brauch ich das Ding ja gar nicht. Oh, warte mal. Wahrscheinlich hätte ich das Ding schon lang... Was? Was habe ich gemacht? Ach scheiße, ich bin rausgetappt. Ich bin rausgetappt. Es tut mir leid. Da sieht man gerade die... Ich muss mal kurz... So, jetzt. Bin aus Versehen auf die Windows-Taste gekommen. Ich wollte eigentlich mir den Weg anzeigen lassen. Ich fühle mich ein bisschen wie auf dem Präsentierteller. Keine Sorge. Ihr Störfeld schirmt dich ab. Aber was, wenn mich jemand sieht? Du weißt schon, mit seinen Augen. Oh, naja, das passiert schon nicht. Okay, wo steige ich ab? Am Landeplatz natürlich. Anschließend folgst du den Wartungstunneln bis zum Big Dog. Da findest du dann ihre Serverstacks. Ist natürlich doof, wenn man dann im Spiel immer raustappt. Ich kann doch hier nicht einfach loslassen. Natürlich nicht. Dadurch würdest du dich umbringen und das wäre ziemlich bescheuert. Ich meinte, du solltest absteigen, sobald ihr das Gebäude überfliegt. Faith, lass jetzt los! Okay, ich bin jetzt auf dem Pub. Und ich habe mir nicht mal was gebrochen. Glaube ich. Die Sache tut mir leid. Meine Überbrückung hat nicht funktioniert. Du musst jetzt rüber zum Big Dog. Da red mal nochmal drüber, Fräulein. Um auf die Gefangenendaten zuzugreifen, musst du im Big Dog eine Verbindung zum Hauptserver-Stack herstellen. Was? Ach, Mann.
Schächte nutzen, um nach unten zu kommen. Na, geh rein. Geh rein. Der nimmt doch manchmal... Der nimmt auch manchmal nicht die Tastenbefehle irgendwie richtig an. Ich drücke W und dann macht das dann erst beim zweiten Mal. T-Bag! Wo geht's weiter? Okay, so geht's auch. So geht's auch. Na? Ernsthaft, da muss ich... Schon wieder! Das sind 5 Zentimeter! Na gut, sag mal 10 Zentimeter daneben. Das ist doch kein Problem, Mädchen. Das ist doch kein Problem. Du kannst deine Arme gern mal 10 Zentimeter nach links machen. Du bist doch eine Sportliche. Stark genug, um weitere Forschungen zu rechtfertigen. Meinen Sie nicht auch? Auf jeden Fall. Es wäre ausgesprochen hilfreich, wenn wir uns nicht ausschließlich auf visuelle Reize verlassen müssten. Ich werde gleich morgen mit euch. Ich bin jetzt unten im Aufzugsschacht. Was kommt als nächstes? Oh, Gott sei Dank. Okay, du bist ganz in der Nähe des Verbindungsgangs. Du musst jetzt durch den Wartungsbereich nach draußen. Da kommst du dann rüber. Dinger kann ich aber auch nicht hacken. Ach so, okay. Okay. Was? Sieht alles so gleich aus. So, spring. Ach so, ich drücke auf die falsche Taste. Was? Das nervt mich so. Also diese Steuerung ist... Guckt euch das doch mal an, wie nervig das ist. Guckt euch das doch mal an. Wie sie da rumklitscht. So, nochmal. Jetzt. Schon wieder klitscht sie rum. Der ganze Stress zahlt sich aus. Du bist die Erste, die jemals in die Docks einbricht. Das macht dich zu einer Legende. Falls du überlebst. What the fuck? Ich hoffe es doch. Ups. Nein. Nein. Viel zu viel Tasten an. Plastik,
eigentlich mit deiner Familie? Sie ist in den Greylands. Warum? Wie kommt es, dass du nicht bei ihr bist? Ich ertrag meine Schwester nicht. Sie ist eine Idiotin. Hast du eine Schwester? Nein, nicht mehr. Sobald du an den Lüftern vorbei bist, hast du den Hauptserver-Stack erreicht. Er ist das Herzstück von Kruger Second Glass. Ich wünschte, ich könnte ihn mit eigenen Augen sehen. Das sind doch mal Serverlüfter, beziehungsweise Computerlüfter. Hä? Und ich bin schon wieder tot. Hat mal jemand mitgezählt? Sobald du an den Lüftern vorbei bist, hast du den Hauptserver-Stack erreicht. Er ist das Herzstück von Kruger Second Glass. Ich könnte ihn mit eigenen Augen sehen. Ich bin froh, dass ich hier keine Konsolenladezeiten habe. Da würde man wahrscheinlich jedes Mal wie bei Fallout eine Minute in der Lade. Nein, nein. Oh, Gott sei Dank. Na, Mensch, ist doch ganz einfach. Guck mal mit dir. Hin und nach vorne. Naja. Sicherheitssysteme zwar ein bisschen verlangsamen, aber es ist leider unmöglich, vollkommen unentdeckt zu bleiben. Na super. Ich würde dich ja bitten, mir den Raum zu beschreiben, aber ich schätze, du bist zu beschäftigt. Nach unten müssen wir, oder? Nein, tut mir leid. Vergiss, dass ich gefragt habe. So still wie du bist, bist du offenbar sehr beschäftigt. Nein! Oh, nee, so still wie ich bin, bin ich wahrscheinlich schon wieder tot. Ich glaube, es war Tod Nummer 10 in der Folge. Ich würde dich ja bitten, mir den Raum zu beschreiben, aber ich schätze, du bist zu beschäftigt. Bist du beschäftigt? Also ist aber auch echt schwierig. Vergiss, dass ich gefragt habe. So still wie du bist, bist du offenbar sehr beschäftigt. Kuma lässt dich übrigens grüßen. Er scheint dich zu mögen. Und das, obwohl er eigentlich niemanden mag. Irgendwas stimmt nicht mit seinem Emotionsalgorithmus, aber ich kann den Fehler einfach nicht finden. Okay, ich bin da. Ich stelle jetzt eine Verbindung zu einem der Priorität-Switches her. Und? Die Verbindung steht. Ich stürze mich rein. Es kann übrigens sein, dass du gleich ziemlich schnell abhauen musst. Vielleicht reicht es auch einfach langsam heute für mit aufnehmen. Okay, ich habe jetzt Zugang. Wow. Okay. Also mal sehen. Gefangenendaten. Da sind sie ja. Ich hab sie. Und wir wurden bemerkt. Verschwinde von da. Moment, eine Sache noch. Schnapp dir alles, was du über Isabel Kruger findest. Ich schau nach. Da ist sie. Erledigt. Und jetzt hau ab. Ich beginne mit der Entschlüsselung. Ich konnte den Alarm verzögern, aber er wird in ein paar Minuten losgehen. Der schnellste Weg nach draußen ist das Mitarbeiter-Shuttle. Er fährt von der Lobby aus ab. Die Folge könnte echt unter Ulk verbuchen. Ja, wie gesagt, ich nehme auch jetzt schon eine ganze Weile auf. Es ist jetzt mittlerweile 2 Uhr nachts. Ich habe jetzt den ganzen Tag aufgenommen. Eben mir noch die EA-Pressekonferenz angeschaut. Ich will jetzt eigentlich bis 4 Uhr warten, bis die Bethesda-Pressekonferenz kommt. Aber wahrscheinlich werde ich da was anderes spielen und nicht aufnehmen. Mal schauen.
komme ich denn hier nicht raus? Hä? Ach doch. Ach, das ist eine Schleuse, die sich immer öffnet und schließt, okay. Hä? Ihr wollt mich doch verarschen. Du kannst die Lüftungsschächte nehmen, um zur Lobby zu kommen. Hä? Ach so. Ich glaube, ich bin einfach zu müde für den... dafür gerade. Ich glaube, ich bin einfach zu müde. Achso. Ich bin in der Lobby. Nein, der Zug fährt gerade ab. Du musst wohl oder übel auf den nächsten warten. Es ist soweit, wir sind in Hyperalarmbereitschaft. Ich hoffe, du schaffst es. Ja, schaff es. Alter Schwede, ey. Wo muss ich denn lang? Oh, so einer. Fuck. Alter, ich bin da ausgewichen, du... Jawohl. Meinst du? Sehe ich aber anders. Oh. Jawohl. Oh, es wird eine längere Folge, sehe ich gerade. Ich bremse den Zug ab, dann kannst du absteigen. Ah, Der Kampf lief gerade relativ gut, muss ich sagen. Auch gegen den Sentinel. Und Opel wurde verlegt nach Kingdom. Wo das ist, steht ja aber nicht. Ich weiß vielleicht, wie ich es rausfinde. Okay, ich überprüfe da mal diese Kruger. Oh, danke, Plastik. Ich melde mich. Gefangener X. Gut, meine Lieben. Wir machen aber Feierabend für die Folge. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von Mirror's Edge Catalyst. Vielen Dank, bis morgen. Ciao.